Meine Damen und Herren, ich darf ankündigen den international renommierten Alzheimer-Forscher Professor Dr. Dr. H.C. Konrad Bayreuther. Bitte schön. So, jetzt schlagen wir die Brücke zwischen dem Schicksal von uns Menschen, unseren Fähigkeiten zur Umgestaltung dieser Alzheimer-Bedrohung. Ich werde ein wenig in die Tiefe gehen müssen, um Ihnen klarzumachen, dass das Problem nicht einfach ist, werde aber am Ende Ihnen eine App vorstellen, mit der Sie Ihr Risiko in etwa abschätzen können und Ihnen eine sehr gute Nachricht von einer Studie bringen, einer richtigen klinischen, doppelkontrollierten Studie, dass Alzheimer etwa um 7 Jahre hinausschiebbar ist, wenn Sie nicht nur in Ihre Rente einzahlen, sondern pro Tag 20 bis 30 Minuten etwas für Ihr Gehirn tun. Nun, bevor ich Ihnen die Details versuche klarzumachen, bedanke ich mich bei Christina und Albert Schmidbauer. Ich bin gern in Wien. Ich habe heute versucht, heute Nacht mit meiner Frau herauszufinden, wie oft ich in Wien war. Ich glaube, ich war 40 Mal in Wien. Ich bin Mitglied der Ärzte Wien, seiner Gesellschaft, der Virchow war, in der eigentlich alle berühmten Ärzte waren. Mit der Glück, ich bin kein Arzt. Und danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit heute geben, mit Ihnen zu diskutieren über dieses Problem Alzheimer. Ich danke Jeanette Einsinger, die den Brief geschrieben hat, der so gut war, dass ich die Einladung angenommen habe. Ich nehme nur Einladungen an, so wirklich gut formuliert sind. Bei 50 Vorträgen im Jahr muss man selektiv sein. Und ich danke natürlich auch Herrn Robert Huber, dass er die ganze Sache unterstützt hat. So, jetzt geht's los. Also, das ist das Menü. Also wir fangen jetzt an mit Demenz im Rückwärtsgang, Hoffnung. Rückgang der jährlichen Neuerkrankung. Bevor ich Ihnen das sage, lassen Sie mir ganz klar Ihnen machen, was ist eigentlich Demenz? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Demenz? Ist Alzheimer eine Demenz? Ist so eine Durchblutungsstörung Demenz? Demenz ist Verlust erworbenen Wissens. Und das Wissen ist nun mal niedergelegt in Nervenkontakten und Nervenzellen. Und bei Demenz sterben Nervenkontakte und Nervenzellen ab. Bei den altersbedingten Veränderungen im Gehirn stirbt nichts ab. Nur die Nervenzelle haben halt ihr Leben gehabt und sind etwas kleiner geworden und langsamer geworden. Das sind alte Leute, halt ein bisschen langsamer. Das ist Altern. Und Neurodegeneration ist Demenz. Das heißt Verlust von Nervenkontakten und Verlust von Nervenzellen. 70-80% der Demenzergangen sind vom Alzheimer-Typ, aber es ist wie immer im Leben nicht ganz so einfach. Etwa die Hälfte der Alzheimer sind gemischte Erkrankungen. Und Herr Förster hat das sehr schön formuliert. Wir werden Alzheimer besiegen, aber nicht die Demenz besiegen. Ja, Sie sehen in dem nächsten Bild, dass wenn Sie alt genug sind, Sie sind 80 Jahre alt, dann haben Sie, wenn Sie die klinische Diagnose haben, zu 84% Alzheimer. Weil Sie haben diese Ablagerung, die Sie oben rechts sehen, die angefärbt sind bei einem gesunden Menschen, der aber schon massiv Eiweißablagerung im Gehirn hat. Das ist so eine PET-Analyse, die Sie mehrfach sehen werden, um Ihnen klarzumachen, Pathologie, Veränderung im Gehirn heißt nicht Krankheit, sondern Krankheit ist etwas, wo der Arzt sagt, die Defizite sind da, das müssen wir jetzt Krankheit nennen. Und wenn Sie dann anschauen, bei der frontotemporalen Demenz haben 10% mit 60 Jahren Alzheimer Ablagerungen, die werden später mehr werden und mit 80%, weil die meisten gestorben sind, gibt es dann immer noch 7%. Bei der vaskulären, bei der durchblutungsbedingten Demenz haben im 80. Lebensjahr etwa die Hälfte der Alzheimer-Patienten auch dieses Problem. Die Lewy-Körperdemenz, Lewy hat ja in Wien gearbeitet, die gleiche Pathologie hat wie Parkinson, 60%. Das heißt, wenn wir die Alzheimer heilen, werden die Lewy weitermachen. Und bei der kortikobasalen Degeneration sind es 60% schon im 60. Lebensjahr, 50%. Bei den Kontrollen sieht es hier so aus, dass da 11-34% die Pathologie haben. Nun, Alzheimer ist also eine Krankheit, die im Menschen stattfindet und wir Menschen, wenn wir älter werden, untergehen bestimmten Risiken.
Und wir haben eine völlig neue Art von Erkrankung mit diesen Neurodegenerationen. Das sind Eiweißverklumpungserkrankungen. Ich werde Ihnen später sagen, dass da Eiweißfäden entstehen, die die Stabilität von Edelstahl haben. Jetzt werden Sie vielleicht verstehen, warum wir nicht so schnell Erfolge haben. Ich meine, Edelstahl aus dem Gehirn rauszuholen, das ist nicht einfach. Nun, die gute Nachricht ist, wir haben einen Rückgang der Neuerkrankungen, das heißt Inzidenz. England sehr sorgfältig untersucht, in den letzten 20 Jahren 20%iger Rückgang. In den USA, eine Untersuchung einer berühmten Kohorte zeigte, dass nach 10, 20 bis 30 Jahren ein 22, 38 bis 44%iger Rückgang war. Das waren aber hoch geistig aktive Menschen und in dieser Gruppe war zum Beispiel so, dass also vor 30 Jahren hatten die 13 Jahre Schulausbildung, Ausbildung, jetzt haben sie 14 Jahre. Das heißt, es hat sich viel verändert. Nun, es ist nicht nur so, dass wenn man diese Krankheit Demenz misst, und das meiste ist davon Alzheimer, dass da sich verändert hat, es gibt auch weniger Ablagen in den Gehirnen der Eltern. Das ist eine schwedische Studie. Die haben in Basel da jede Menge Gehirne hingeschickt und die haben bei den über 65-Jährigen, das sieht man hier oben in dem Insert, bei den über 65-Jährigen festgestellt, dass da sehr viel weniger Ablagerungen sind, 24% weniger. Und die heutigen 85-Jährigen entsprechen den 75-Jährigen im Jahr 1972. Wir sind also 10 Jahre jünger geworden, obwohl die Geburtsurkunde nicht gefälscht wurde. Was ist eine mögliche Ursache? Nun, witzigerweise sind die Leute doch vernünftig und die erfolgreichsten Alzheimer-Forscher sind die Kardiologen mit ihren Kathetern und ihren Stents und ihren Blutdrucksenkern. Wir sprechen heute von einer kardiovaskulären Revolution, Rückgang von Risikofaktoren für Herz- und Gefäßleiden. Und jeder Arzt, der drin sitzt, ist dafür verantwortlich, dass es weniger Alzheimer gibt. Die 650 Kilometer Blutgefäße im menschlichen Gehirn, das ist eine Riesenfläche. Die muss wirklich durchpumpt werden. Und dazu brauchen wir ein voll funktionsfähiges Herz. Und das Zweite, was sich geändert hat, ist ein gestiegenes Bildungsniveau. Die Menschen haben mehr erworben, sie haben mehr Nervenzellkontakte und da braucht halt der Alzheimer länger, wenn er mehr zerstören muss. Gestiegenes Bildungsniveau, höhere kognitive Reserve, ich habe ja gesagt, in den USA ein Jahr mehr Ausbildung. Das sind die wahrscheinlichen Player. Nun in den USA, in Deutschland gibt es diese Daten nicht und ich weiß nicht warum, in England gibt es ähnliche Daten. Wurden pro Dekade, pro Jahrzehnt 30% weniger altersbezogene Schlaganfälle bei über 65-Jährigen zwischen 1987 und 2011 gemessen. Das Robert-Koch-Institut hat dazu publiziert, das ist ein Zitat, die kardiovaskuläre Revolution findet auch in Deutschland statt, die Entwicklung in den USA ist auch auf andere westliche Industrienationen mit Deutschland übertragbar. Die Take-Home-Lesson ist, ein gesundes Herz hat auch ein gesundes Gehirn zur Folge. Jetzt wollen wir mal über die Faktoren reden, die wir beeinflussen können. Schicksal verändern, die Brücke schlagen. Demenzrisikofaktoren. Hier geht es im Wesentlichen um die Erbfaktoren, was unsere Eltern uns mitgegeben haben und das, was wir selber so machen, wenn wir meinen, wir brauchen das eine oder andere. 50% des Risikos haben uns die Eltern mitgegeben. Aber ich will Ihnen jetzt schon sagen, obwohl ich jetzt noch nicht darüber spreche, wir sind nicht Sklaven unserer Gene. Wir müssen nicht das machen. Wir haben nicht das gemacht, was unsere Eltern uns gesagt haben. Deshalb sind wir auch so erfolgreich. Und das ist mit den Genen nicht anders. Aber ich will jetzt zu den sporadischen Formen, zu den Formen, die durch Umweltfaktoren erzeugt werden, 30% des Risikos. Diese erblichen Formen, die Sie da rechts sehen, das ist die familiäre Alzheimer-Krankheit. Ein Gendefekt zwingt Sie in die Krankheit 50 Jahre früher als die nicht
erblichen Form, das andere sind erbliche Risikogene, die machen nur einen kleinen Prozent, das ist ein Promille der Alzheimer-Patienten. In Deutschland sind das gerade mal 1200 und in Österreich 120 werden in die Alzheimer-Krankheit zu früh gezwungen. Grausam, der jüngste Patient, der mit einer solchen Veränderung gestorben ist, war 16 Jahre alt, an Alzheimer gestorben. Die junge Mutter stirbt an Alzheimer. Eine ganz tragische Geschichte, auch wenn die Zahlen nicht so gigantisch sind. Nun also zu den Umweltfaktoren, und es ist eine alte Lehre, die jeder Student in der Medizin und in den Lebenswissenschaften lernt: chronische Krankheiten sind therapieresistent. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst die Risikofaktoren wegnehmen. Heute gilt das natürlich auch nicht mehr. Heute kann man schon gegen Krebs impfen und der eine oder andere kann geheilt werden, wenn es dafür entsprechende Antikörper gibt. Nun, die Risikofaktoren sind hier in Rot und Blau eingeteilt. Die Roten haben was zu tun mit der kardiovaskulären Unfitness und die Blauen etwas mit der kognitiven Unfitness. Körperliche Inaktivität erhöht das Risiko für Alzheimer um 82%. Depression, ins Bett gehen, sich nicht bewegen, keine körperliche Aktivität und nicht denken, die Decke über den Kopf ziehen. Riesenstress um 65%. Bluthochdruck im mittleren Lebensalter. Wenn Sie alt sind und hohen Bluthochdruck haben, bitte nichts ändern. Denn das Gehirn ist es gewöhnt, dass mit hohem Druck da durchgeschossen wird, dass dieser Kerscher da durchfährt und versucht, die Metaboliten rauszufahren. Übergewicht, ein großes Problem, weil es auch das Herz wirkt. 60% Risikoerhöhung. Rauchen? Ich denke, Rauchen ist schon etwas, was viel Lebensqualität bringen kann, aber es ist halt sehr gefährlich. 59% Erhöhung. Geistige Inaktivität ist nicht schlimmer als Rauchen. Also beides eliminieren. Und Diabetes, das Gehirn lebt nur von Zucker, von Glucose, nicht? Und wenn Sie Diabetes haben und der Arzt meint es so gut und Sie sind unterzuckert, das ist nicht gut. Gut, übrigens, meine Kollegen, die Statistiker sagen, 100% dieses Risikos werden wir nicht wegkriegen, aber 50% könnte man schaffen. Und dann hätten wir eben 15% weniger Neuerkrankungen pro Jahr. Und das ist in Österreich eben 15% von 24.000. Das ist viel. Das ist viel. Wenn Sie schnell rechnen können, wissen Sie, dass das 3.600 sind. In Deutschland sind es 15% von 240.000. Das ist einfach, Österreich und Deutschland hat das Verhältnis 1 zu 10. Ihr seid halt 10-mal weniger als mir. Deshalb ist es so leicht zu umrechnen. Wir müssen hier diese Risikofaktoren ernst nehmen. Und ich würde jedem Arzt empfehlen, diese Risikofaktoren zu bestimmen und dem Patienten zu sagen, du hast hier eine Schwachstelle, du musst was tun. Erbliche Risikofaktoren. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind nicht Sklaven unserer Gene, aber man muss was tun, dass man nicht Sklaven der Gene wird. Erstens mal an die Kollegen in der Praxis. Wir können heute anhand von 25 Genen, die ein Risiko als Variante, ein Risiko für Alzheimer vermitteln. Alzheimer läuft in Familien. Wenn Ihre Mutter im bestimmten Alter erkrankt ist, die Chance, wenn Sie das Risikogen haben, das ist eine 50% Chance, in dem gleichen Alter zu erkranken, ist ziemlich hoch. Deshalb ist es wichtig, was meine Kollegen vor kurzem publiziert haben, sie haben diese Risikofaktoren bestimmt bei Verstorbenen und haben da das Alter des Todes bestimmt und dann das Erkrankungsalter ausgerechnet und dann haben sie Patienten, die heute noch leben, deren Alter korreliert mit dem Erbprofil. Und da kommt fast eine einzelne geradlinige Kurve. Sie werden mit Hilfe der Genlabors, die Gentests machen, bald in der Lage sein. Das wird 500 Euro kosten, vielleicht auch mal 300. Ich weiß nicht, so eine Genanalyse wird geschätzt, in Zukunft kostet 300 bis 500 Euro. Da werden Sie sagen können, du wirst mit 70 krank, du wirst mit 75 krank, du wirst mit 80 krank, wenn du nichts tust.
Und was du tun musst, werden wir gleich noch hören. Jetzt was ganz, ganz Wichtiges. 15% hier im Auditorium, und ich weiß nicht, ob ich dazugehöre, weil ich weigere mich, die Analyse zu machen, haben einen Risikofaktor, der heißt ApoE4. Und ApoE4 tragen 50% der Alzheimer-Patienten. Das heißt, wenn ihre Eltern so lieb waren, unbewusst ihnen das Risiko mitgegeben zu haben, haben sie nichts Böses gemacht, denn das Risiko bewirkt sich nur dann aus, als Risiko für Alzheimer, wenn sie hohen Blutdruck haben und einen Schlaganfall hatten. Ganz neue Ergebnisse, ich zeige Ihnen gleich die Daten. Die Krankheit bedingt bei ApoE4-Trägern, die eines haben, sie kriegen ja die Hälfte der Gene von den Eltern, der Mutter und die Hälfte vom Vater. Wenn nur einer ihnen das mitgegeben hat, dann erkranken sie 10 Jahre früher als die Nichtträger, das heißt etwa um das 70., 75. Lebensjahr. Wenn sie zwei haben, das sind die Leute, die mit 60 zum Arzt gehen. Und das ist tragisch, die sind noch im Beruf. Und die haben noch viel vor und auch das Recht, viel vorzuhaben. Ja, also, was muss dann gemacht werden? Nun, dieses ApoE4, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, oben ist das Gen gezeigt, das liegt auf dem Chromosom 19 und da gibt es 3 Formen und ganz wenige sind ApoE2 und ApoE2 schützt vor Alzheimer. Es gibt praktisch kein ApoE2 mit Alzheimer. Haben ganz wenige. ApoE3 ist ohne Risiko und dann kommt das ApoE4, das ist das Risikogen. Und wenn Sie das ApoE4 haben, das sehen Sie unten links, und einen Blutdruck haben, der über 100 ist, dann haben Sie diese Ablagerung, haben Sie die Chance, diese Ablagerung zu kriegen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Ihrem Leben. Es sei denn, Sie haben keinen Bluthochdruck oder keinen Infarkt. Das sehen Sie aus diesen Kurven. Die gelben sind die ohne diese Veranlagung. Und da sehen Sie das Übergewicht, dass die Kurve rechts absackt, die leben halt nicht so lange, also alles konnte man nicht messen. Aber Sie sehen, dass auch das Übergewicht Upper Body Mass Index für 25 problematisch wird. Ich kann Ihnen nur sagen und nochmal wiederholen, das gilt nur fürs mittlere Lebensalter. Wenn Sie alt sind, essen Sie sich einen Ranzen an. Ich kenne keinen dicken Alzheimer-Patienten und ich arbeite seit 1984 über Alzheimer. Ich habe viele Patienten gesehen. Von mir aus gehen Sie zu McDonald's, ich gehe da nicht hin. Aber essen Sie und essen Sie Fleisch auch mal, weil Sie brauchen Protein, um Ihr Gehirn intakt zu halten. Nicht jede neue Information, die Sie in der Synapse abspeichern, erfordert Eiweißsynthese. Und wo soll das Eiweiß herkommen, wenn Sie vegan essen und weder Eier essen noch Fische essen? Man kann aber Nudeln essen und ein bisschen Käse, und da kriegt man ordentliche Arteriosklerose mit den gesättigten Fetten, weil Milch ist eigentlich für Kühe da. Anderes Thema. Kognitive Revolution, kognitive Reserve. Es gibt erstaunliche Dinge. Ich habe jetzt nicht die Pathologie mitgebracht. Menschen, die im gleichen Stadium der Alzheimer sind, die relativ viel Ausbildung hatten, das kann auch ein Landwirt sein, der sehr erfolgreich seine Landwirtschaft betreibt, ein cleverer Typ, der hat 10% mehr Ablagen als der so nicht so gerade interessiert ist an geistigen Dingen. Und hier sehen Sie etwas sehr Interessantes. Sie sehen oben, es sind alles 3 Fälle, die im gleichen Krankheitsstadium sind. Und hier hat man die Gehirndurchblutung gemessen. Und dann sieht man, dass der oben, der wirklich sehr viel hat lernen müssen in seinem Leben, relativ starke Zerstörung des Gehirns hat, aber der hat das kompensiert, weil er viele Nervenzellkontakte hat. Der mit dem Abitur allein, der hat schon schlechtere Karten, und der Grundschulabsolvent, der vielleicht die Grundschule nicht geschafft hat, der hat sehr wenig Zerstörung, sehr wenig Beeinflussung des Blutdurchflusses, wenig Kontakte zerstört, aber es hat gereicht, ihn in die Diagnose Alzheimer zu expedieren. Kognitive Revolution. In Deutschland hat man die gute Idee, 1932, 33, ich will jetzt keine Nebensatz zu Österreich sagen, Beginn einer Kampagne gegen die Überfüllung der Hochschulen. Wir haben den Mann gewählt, nicht Sie. Und wir haben im Jahre 2000 einen 100-fachen Anstieg gegenüber 20 der Hochschulabsolventen. Im Jahre
2017 ist der Anstieg 150-fach höher. Das heißt, wir haben nahezu 60% einer Generation, die heute einen Abschluss des Sekundarbereichs 2 hat, also Abitur, Lehr-, Berufsschul-, Fachhochschul- und Hochschulabschluss. Im Jahr 2008 85% in Deutschland und in Österreich ist es nicht anders. Ihr habt genauso viele Studenten pro Kopf und genauso erfolgreiche Universitäten wie wir. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Einfach aus der Überlegung heraus und aus den sich akkumulierenden Belegen, dass die kognitive Reserve natürlich eine hohe Nervenkontaktdichte ist. Und wenn Demenz der Verlust erworbener Fähigkeiten ist und der Verlust von Neuronen und Synapsen, sind eben mehr Synapsen ein Schutzfaktor. Und das Schöne ist, das werden die jüngeren Ärzte unter Ihnen und die jüngeren im Gesundheitsbereich Tätigen erleben, man kann die kognitive Revolutionstheorie in Bälde überprüfen. Man kann nämlich die Anzahl der Nervenzellkontakte im Gehirn sichtbar machen. Was da so richtig leuchtet, in Rot und in Gelb und in Grün, sind Nervenzellkontakte. Und das sind Nervenzellkontakte, die wurden angefertigt mit einem Medikament, einer Variante eines Medikaments, das heißt Levetiracetam, und das bindet an diese Bläschen in den Nervenzellen, diese Fährmänner, die Nervenzellen schicken Ströme mit 300 Stundenkilometer, das ist was, das der Schumacher noch gesund war, gemacht hat, 300 Stundenkilometer geht der Strom durchs Gehirn, dann kommt da an diese Nervenzellkontakte, das sind wie Wehre von Flüssen, und dann müssen eben die elektrischen Botschaften in chemische Botschaften umgesetzt werden, das geschieht in Form von Bläschen, die Bläschen kann man anfärben, an diesen Nervenzellkontakten. Und hier sehen Sie Bilder von Epileptikern, bei denen diese Gehirnanfälle dadurch zustande kommen, dass wir Löcher haben. Und da, wo die Pfeile sind, sind die Löcher. Links ist das Gehirnvolumen gemessen, in der Mitte ist diese Bindung an die Nervenzellkontakte gemessen und rechts ist die Überlagerung bei der Bildung. Sie sehen die Löcher an den Scheinstellen. Das ist für die Operation sehr wichtig bei den Epileptikern. Diese Kollegen, Finema in New Haven, USA, untersuchen im Augenblick Alzheimer-Patienten, ob man bei denen auch diesen Synapsenverlust, den man heute als etwa 10% bezeichnet, aber an strategischen Stellen, ob man das sehen kann. Und ich wette, dass man da bald Fortschritte machen kann. Das ist eine so faszinierende Technik, die Bildgebung. Nun, jetzt haben wir noch 20%, 20% ist viel, Stress, 65% höheres Risiko. Räumen Sie Ihren mentalen Keller auf. Vielleicht brauchen Sie auch Hilfe dazu. Ernährung alleine bringt es nicht. Ernährung mit Bewegung. Je fischiger Ihre Ernährung, denken Sie auch an die Mineralstoffe, lassen Sie sich vom Arzt testen, wo Ihnen der Schuh drückt, was Ihnen fehlt. Vitamin D, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E und so weiter, Spurenmineralien. Lassen Sie das testen und dann tun Sie was. 40% weniger Alzheimer bei einer fischreichen Ernährung. Aber nur mit Bewegung. Es gibt das Experiment, das Fischöl und Bewegung, und die Leute haben das Fischöl gegessen und sich nicht bewegt. Kein Effekt. Die sich bewegt haben, das Fischöl gegessen haben, 4 Jahre gewonnen. Soziale Kontakte. Völlig klar, der Mensch ist nicht geboren als Einzelmensch. 50% Risikoerniedrigung bei sozialen Kontakten. Wir werden später sehen, bei dieser Studie zur Prävention von Alzheimer spielen soziale Kontakte eine große Rolle, Ernährung eine große Rolle und Stressreduktion. Jetzt noch ein paar Worte zur Alzheimer-Krankheit. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist ja mein Baby, mein Kind. Ich habe mich mit diesen Ablagen befasst, wie wir das verstehen müssen. Das Erste, was ich mit Ihnen kurz diskutieren müssen. Wer bringt eigentlich die Nervenzellen die Nervenzellen um und die Kontakte um? Da ist mittlerweile ein Frieden entstanden. Die Menschen, die sich oben links mit diesen Kugeln, den sogenannten Amyloid Plaques, beschäftigen, die werden Baptisten genannt. Und ich bin ein Baptist. Und die Leute, die sich mit den umgebrachten Nervenzellen oben rechts, die
diese Nervenzelle hat ihren Kern, ihre Erbinformation ausgespuckt. Das ist eine Geisterzelle. Und die hat Alzheimer schon gesehen, im Jahr 1911 publiziert. Die werden Tauisten genannt, weil dieses Eiweiß, was die da sehen, ist das Tau. Nun, Synaptotoxizität ist völlig klar, wenn Sie ein Alzheimer-Gehirn anschauen, grün da, die Synaptotoxizität, das ist ein Alzheimer, da fehlen sehr viele Nervenzellkontakte, die man sehr schön heute anfärben kann, wenn sie tot sind. Und die Kontrolle hat viele Nervenzellkontakte. Und nun ist die Frage, jetzt muss ich mal schauen, ob der Pointer geht, ja. Was machen diese Fibrillen, was machen die Baptisten? Und da kann man sagen, hier gibt es also diese Ablagerung und dann hat man die Gehirnvolumen gemessen und hat gesehen, da wo die Ablagerungen sind, in dem Bereich sind, nimmt das Gehirnvolumen ab, weil die Kurve nach unten geht. Und da wo die Fibrillen sind, ist das Gleiche. Also beide sind die Schurken. Und da haben wir noch ein Problem, das ich überhaupt nicht erwähnt habe. Diese Eiweißablagerungen bestehen aus zwei Komponenten. Die eine ist schwerlöslich, die bleibt im Gehirn und macht diese stahlähnlichen Eiweißfibrillen. Und die andere Ablagerung treibt zu entkommen, wie ein Flüchtling wird an der Grenze festgehalten. Was die Grenze ist, das Blutgefäße. Das ist das vaskuläre Amyloid. Und es gibt Menschen, die machen nur das Eiweiß in großen Mengen, das hier abgelagert wird. Und die kriegen eine Gehirnblutung, das nennt man zerebrale Angiopathie, die haben Aneurysmen. Und dann gibt es eben diese erbliche Form, eine lobale Hämorrhagie, Hatschwa genannt, Human Cerebral Hemorrhage, bis Amyloidosis. Diese Menschen sterben an Gehirnblutung und wenn sie Gehirnblutung erleben, laufen sie in Alzheimer rein. Also eine ziemlich traurige Angelegenheit, auch ein Teil des Spektrums. Das Schlimme ist, wenn wir dann später über die heutigen vielversprechenden Therapien reden, werden 80% der Alzheimer haben auch dieses sogenannte vaskuläre Amyloid. Problem, wir müssen da schauen, wie wir damit umgehen. Nun, Alter und Alzheimer-Gangsrisiko, Sie sollen wissen, wo Sie stehen. Also ich stehe hier. Die Ablagerungen beginnen 30 Jahre vor Beginn der Symptome. Das sind internationale Studien. Sie müssen nur alt genug werden, dann kriegen Sie Alzheimer. Und das ist eine Berechnung, die ich gemacht habe, aufgrund der Tatsache, dass in den USA bei den 90-Jährigen 30% Alzheimer haben. Das heißt also, im 80. Leben ist das 7,5%, dann alle 5 Jahre verdoppelt sich das, 15%, in 90, 95, 60 und wenn Sie über 100 sind, haben Sie 120%iges Risiko. Da gibt es aber die Super-Ager und die Super-Normals und ich kann Ihnen sagen, auch bei den 100-Jährigen ist die Zahl der Demenzen um 10% zurückgegangen. Um 10%, aber wir haben keinen Rückgang bei den Pflegeheimeinweisungen. Weil das hier unten niemand interessiert, nicht? Die Gebrechlichkeit, Frailty, ist die große Drohne der Drachen der Zukunft. Frailty. Ja, und jetzt natürlich -20%, das ist halt der negative Aktienmarkt. Da freut sich die Krankenversicherung. Wir haben eben jetzt einen Rückgang auf 48%. Das ist gigantisch in Zahlen. Und wenn Sie sich das so anschauen, nicht? Also die Neuerkrankungsrate war 2% bei den Menschen über 65, die nehmen zu. Die Häufigkeit war 6% der Bevölkerung über 60. Der Symptombeginn, wenn Sie ApoE4 sind, 68 Jahre, Homozygot, Heterozygot, 76 Jahre. Und wir als hoffentlich nicht ApoE4-Träger haben ein Mean Age of Onset von 84 Jahren. Mittleres Alter bei Tod 88 Jahre. Früher haben wir gesagt, die sind 10 Jahre krank, aber aufgrund des hohen Bildungsgrades erkranken die später. Alles ist ziemlich weit fortgeschritten. 4 Jahre, Sie können also ungefähr darauf gehen, dass der Patient eben nicht die 10 Jahre mitmacht, mittleres Alter bei Tod 88 und die mittlere Dauer von 10 Jahren wird wahrscheinlich in Zukunft aufgrund der kognitiven Revolution nicht mehr zutreffen. Kosten ganz kurz, Einkommen der Familie in Deutschland 32.643, Augenblickkosten, das ist die Angabe der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, 43.767, Familien zahlen 67,9%, das Häuschen ist weg. Jetzt ein sehr kompliziertes, aber sehr wichtiges Thema. Wann kann ich noch was tun gegen Alzheimer? Und da haben Sie diese grüne Linie, für mich ist grün, ich darf fahren, ich darf was tun.
und Rot, ich muss bremsen. Ich glaube, hier drunter ist nicht viel zu wollen. Wir haben also die Alzheimer-Krankheit, das habe ich schon in den 80er Jahren, in den 80er Jahren, 1989 glaube ich, publiziert. Diese Ablagen sind 30 Jahre alt, das kann man chemisch machen. Also die klinisch stumme Phase ist 20 bis 30 Jahre. Jeder Alzheimer-Patient ist anders. Und wenn Sie einen Alzheimer-Patient in Deutschland kennen, dann kennen Sie 1,2 Millionen andere nicht. Jeder ist anders. Dann haben wir die Vorphase MCI, milde, leichte kognitive Beeinträchtigung. Wir werden später hören, dass da nicht alle Alzheimer werden. 36,5% schon Nervenzelluntergang. Das ist schon ziemlich spät. Aber ich denke, man kann da was machen und das zeigen auch die klinischen Studien. Und dann kommt die klinische Phase der Demenz, 0,5 Jahre, das sind diese Hochgebildeten, die nennen wir heute Rapid Progressing Alzheimer's Disease. Da haben wir die frühe Phase, das ist eigentlich noch ziemlich in Ordnung, mit Spickzettel alles machbar, 60% Nervenzelluntergang in kritischen Regionen, mittelschwer 60-90% und dann 90% Nervenzelluntergang. Und ich glaube, in dieser roten Phase gilt diese zynische Aussage von mir, dass man leere Gehirne nicht therapieren kann. Wir können aber etwas für diese Menschen tun und das macht mich glücklich. Und ich werde Ihnen darüber berichten. Neueste Diagnose, ganz wichtig. Ich werde Ihnen auch gleich erklären, warum Frühdiagnose wichtig ist. Mit dem heutigen Kenntnisstand ist es möglich, vorherzusagen, ob eine Person in 3 bis 5 Jahren an Alzheimer erkranken wird, das heißt, den Bereich erreichen wird, wo man nichts mehr tun kann. Die leeren Gehirne kommen. Und das ist im Ersten natürlich die Analyse des Gehirnwassers, wo man eben misst, diese Ablagerung führt dazu, dass dieses Eiweißfragment weniger im Hirnwasser erscheint oder mit Nachweis. Oder sie stecken den Menschen in eine Röhre und messen das, was hier gezeigt ist. Und hier unten kann man eben sehen, wir können etwa 30 Jahre vor Beginn der Symptome können wir diese Liquor-Punktion machen und da etwas nachweisen. Dann kann man das PET machen, das ist etwa 20 Jahre, 25 Jahre, sehen Sie da was vor Beginn der Krankheit. Dann kommt das Tau, das man ebenfalls hier nachweisen kann, das die Nervenzellen umbringt. Und dann kommt Nervenzelle, die keinen Zucker mehr zieht, weil sie stirbt. Und dann kommt der Arzt und stellt die Diagnosen. Die gute Nachricht ist, in meinem Institut in Heidelberg sind Forschungen gelaufen, die bereits zu einem Manuskript geführt haben, für einen Bluttest. Nachweis dieser Fibrillen des langen Amyloids, das hier die Plaques bildet, das ist Abeta 42, im Blut mittels Immuninfrarotsensoren. Und da ist es gut, dass diese Fibrillen wie Stahl sind und auch den Transport ins Blut überleben und dann nachgewiesen werden können. Jeder Nachteil hat auch einen Vorteil. Und dann haben wir hier noch den Nachweis des Verhältnisses des in den Blutgefäßen abgelagerten und in den Plaques abgelagerten im Blut mittels Massenspektrometrie, eine neue Technik, die immer empfindlicher wird, immer besser wird, die fast jede Klinik hat. So, wann sollen wir eigentlich jetzt diese 1.500 € Diagnostik anwenden, das PET? Da gibt es ganz klare Empfehlungen. Bei frühen Erkrankungen, wo man wenig Amyloid bei anderen Erkrankungen als Alzheimer findet, ist es angesagt. Klinisches Bild untypisch für Alzheimer-Kranke, der Förstl kann das kommentieren. Gerne, er ist immer kritisch, wenn ich was sage, was den Arzt betrifft. Naja, davon verstehe ich nichts. Und bei frontaler Demenz ist halt in dieser Altersgruppe, also bei den unter 65 sehr häufig, und wenn die kein Amyloid, kann man sagen, du hast das. Und bei den Frühformen der Alzheimer ist es halt gut, weil 55% werden Alzheimer. Meint ihr, hat noch gesagt, 75%, das war Overstatement, veraltetes Statement, 10 Jahre alt, 15% andere Demenzen und 30% entwickeln keine Demenz. Und bei Demenzen unbekannte Ursachen. Da sind diese Analysen, diese eindrucksvollen, sehr, sehr sinnvoll, auch wenn sie teuer sind. Und hier sehen Sie einfach nochmal, was ich gesagt habe. Ja, zwischen 50 und 60 haben wenig eigentlich Amyloid, die Cortico-basale Dinger, und fällt darunter.
und die Lebekörperdemenz. Aber diese hier, die vaskuläre Demenz und die frontotemporale, die kriegen Sie ganz klar daraus. Also es macht Sinn, die heutigen Techniken anzusetzen, zumal eine Abklärung wahnsinnig wichtig ist. Warum ist die Frühdiagnose wichtig? Ein sehr kompliziertes Thema, aber mir ist es sehr wichtig, Ihnen mal klarzumachen, dass man auch mal in Zukunft schauen sollte und dass das Sinn macht. Der Patient war ein 64, den ich jetzt als Modellpatient nehme, 64er pensionierter Ingenieur, milde kognitive Beeinträchtigung, Hirnmasse normal, Amyloid-PET positiv, Tau-PET positiv. Er hat in seinem Keller gewerkelt und wenn im Haus was kaputt war, hat er es zusammengeklebt, zusammengenagelt, repariert, auseinandergeschraubt, das konnte er alles. Aber innerhalb von 3 Jahren wurde er Alzheimer-Patient. Nun, warum ist es von Vorteil, eine frühe Erkennung? Für die Familie und die Pflegen ist die Zukunftsplanung, Advanced Care Planning, werden wir gleich uns anschauen, wichtig. Die Finanzplanung wichtig, für die soziale und psychologische Unterstützung wichtig, für die Freunde wichtig, dass die jetzt sich nicht zurückziehen, für den Rechtsbeistand. Irgendwo müssen ja die Dinge auch an dem Zugriff erhalten bleiben, die finanziellen Ressourcen, wenn dann die Demenz weit fortschreitet. Für den Patienten ist Information und Ressourcen, Advanced Care Planning, er soll nach Venedig fahren, wenn er will, in diesem Stadium. Er kann es noch genießen. Lebensqualität, Optimierung, finden Sie raus, was er gerne macht, der Patient, die Patientin. Optimieren Sie das, nicht schimpfen, freundlich sein. Zugang zu Therapien, gibt es die Therapien? Nun, ich habe Ihnen von Prävention, die kognitive Reserve ist immer noch ein Angriffspunkt. Und spazieren gehen und unterhalten und ins Sportstudio gehen und die sogenannten Doppelfunktionen. Tanzen ist eine Trippelfunktion. Dual Task, Triple Task. Nicht beim Tanzen müssen Sie... Sorry. Ich habe den Brendel mal erlebt, wie er gespielt hat und es flog immer eine Fliege um seine Nase. Der hat sich nicht gerührt. Bewundert habe ich. Anyhow, Zugang zu Therapien, damit meine ich natürlich auch das Tanzen, nicht also Musik drauf hören, die Beine in einer sehr komplizierten Weise setzen, für die Frauen nicht, aber für die Männer ist das ein sehr wichtiger und herausfordernder Vorgang. Und dann noch mit dem Partner reden, das ist Triple Task. Wo können wir das besser machen? Es gibt sehr interessante Studien dazu. Natürlich, der Facharzt, der soll begleiten und soll uns beraten, die Medikamentenstudien, falls sie da sind. Ich bin ja ein Philanthrop, mich beteiligen und registrieren, dass ich eben auch den Platz kriege im Pflegeheim, wenn es sein muss. Wichtig, wichtig, wichtig. So, jetzt kommen wir nochmal zu was ganz Verrücktem. Wir wissen heute, mit welcher Geschwindigkeit diese Ablagerungen wachsen. 28 Nanogramm pro Stunde. Wissen Sie, was 28 Nanogramm pro Stunde sind? Das sind 10 kurze Haare. Oder wenn Sie einen Salzstreuer nehmen und einmal auf die Hand Salzstreuer, das sind 28 Nanogramm. Pro Stunde, so wächst die Krankheit in 30 Jahren. Das gucken wir uns jetzt an. Also, das ist der Prozess, den wir jetzt gar nicht im Detail anschauen wollen. Und hier oben, also die Menschen, die sehr früh an Alzheimer sterben, die halt diese erbliche Zwangserkrankung haben, die machen mehr von diesem Amyloid, von diesem Fragment, dem Eiweißfragment, aus einem sehr großen Eiweiß kommt, von dem wir heute wissen, dass es was mit Nervenzellkontakten zu tun hat. Also ausgerechnet der Kerl, das ist übrigens mein Kind, mit einem Kollegen zusammen, der uns Gedächtnis ermöglicht, wird unter Umständen falsch zerschnitten und bildet dann diese Ablagerung hier. Und der Schurke wird bei Alzheimer-Patienten schlechter ausgewaschen als bei Gesunden, und zwar 30% weniger. Das heißt, wir machen mehr von diesem Fragment und wenn wir mehr haben, kann es schneller verklumpen und dann diese stahlstabilen Fibrillen bilden, beziehungsweise versuchen zu fliehen, molekulare Flüchtlingsproblematik an der Grenze aufgehalten wird und das vaskuläre Amyloid bildet. Nun, wir wissen heute sehr genau aus dieser australischen Studie, die Ebel-Kohorte Australian Imaging Biomarker and Lifestyle Study, dass es etwa 29 Jahre dauert, bis von den ersten Symptomen, da hat er im Gehirn, der Mensch, der untersucht wurde, 1,7 Milligramm
Wissen Sie, was 1,7 Milligramm ist? Das ist ungefähr ein 500stel Gramm. Ein Schweizer Stück Zucker wiegt 5 Gramm. Ein deutsches Stück Zucker wiegt 3,5 Gramm. Was das österreichische Stück Zucker wiegt, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls sehr wenig. Und dann fängt das an über 19 Jahre auf 6,5 Milligramm, also spezifisch 6,5 minus 1,7, 4,8 Milligramm. Und hier beginnen dann die Symptome. Hier sieht der Arzt den Patienten. 30 Jahre. Und wir wissen, dass die, wie viel hier drin ist und wie viel Gehirnmasse es ist, das ist 80 Nanogramm pro Stunde wächst das Zeug über 20 bis 30 Jahre. Das entspricht 2% der stündlichen Produktion. Sehr wenig. Kleine Unterschiede, große Wirkung. Und hier haben wir diese Stahlidee. Hier sehen Sie diese Fibrillen. Hier an der roten Stelle, haben eine solche Passgenauigkeit, diese Fragmente, dass die so stabil sind, wenn Sie die auf eine Platinnadel bringen und in eine Kerze halten, heißes Feuer, und dann anschließend in Mäuse einspritzen, dann können Sie den Alzheimer-Prozess beginnen in Mäusen. Das ist also ein extrem stabiles Eiweiß, was es normalerweise nicht gibt, nur in Krankheiten gibt. Das sind die Eiweißerkrankungen, die neurodegenerativen Erkrankungen. Das ist Parkinson, das ist Huntington, das ist Alzheimer, das ist amyotrophe Lateralsklerose, das ist Diabetes, Polyneuropathie, werden wir später darüber hören. Das ist die Prion-Erkrankung, das sind alles diese Eiweißkrebse, das ist der molekulare Grund. Also wir haben eine veränderte Halbwertszeit diesem Amyloid im Liquor, im Gehirnwasser von 13 Stunden bei Kontrollen auf 19 Stunden, das heißt die Konzentration steigt entsprechend, die Halbwertszeit von 3,8 Stunden auf 9,4 Stunden bei 70-Jährigen und wir haben auch eine veränderte Austauschrate. Was wir sehen ist, dass sobald diese Eiweißablagerungen in den Gehirn stattfinden, dieses lange Amyloid ganz schnell aus dem Gehirnwasser entfernt wird, weil es da bindet. Und das heißt natürlich, wenn einer den Alzheimer-Prozess begonnen hat, können wir nichts machen. Können wir nichts mehr machen. Wir können dann nur noch die kognitive Reserve erhöhen. Hier ist einer, der ist im Liquor positiv, der hat aber noch nicht diese PET-Positivität. Hier ist einer, der PET-positiv. Und sehen, wie schnell das Blaue ist, negative, da ist überhaupt kein Amyloid da und das Rote ist eben da bei in Anwesenheit von Amyloid. Und das ist natürlich die Konsequenz. Therapie erfordert Entfernung der Amyloid-Plaques. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich komme jetzt sehr schnell zur Therapie und zur Prävention. Sie brauchen sich nicht mehr sorgen, dass Sie vielleicht einschlafen. Ich versuche das jetzt rasch zu machen, die ganz wichtigen Dinge jetzt herauszuarbeiten. Die kommen am Ende. So, neue Impfstudien zur Entfernung von Amyloid-Plaques. Die Impfstudien, die nur versucht haben, diese kleinen Fragmente zu entfernen, sind fehlgeschlagen. Milliarden ausgegeben, Solanezumab von Lilly ist fehlgeschlagen. Falscher Ansatz, falsche Arbeitshypothese. Man kann die Krankheit aufhalten, wenn man die Plaques jedoch nur bei Studienteilnehmern mit leichter Alzheimer-Krankheit. Und die Faszination ist aufgrund einer Revolution passiert. Meine Kollegen, ein ehemaliger Schüler unter diesen Kollegen, haben herausgefunden, dass es alte Menschen gibt in Zürich, die sind saugesund, über 80 und haben keinerlei Vergesslichkeitsprobleme. Warum die in Zürich so häufig sind, weiß ich nicht. Vielleicht in der Diskussion können wir darüber reden. Die gibt es jedenfalls. Die haben gefunden, in deren Blut gibt es Abwehrstoffe gegen die Ablagerung. Die sehen Sie hier, wie sie an die Ablagerung binden. Und die werden von Fresszellen aus dem Gehirn entfernt. Es gibt erste Daten bei einer Studie, die eigentlich nicht als Medikamentenstudie, sondern die sollte nur eigentlich die Wirksamkeit gemessen werden, Verträglichkeit gemessen werden. Nach einem Jahr war bei der höchsten Dosis von 10 Milligramm die ganzen Ablagerungen weg. Bei 6 Milligramm war auch noch was zu sehen und bei 3 Milligramm auch. Und das sehen Sie hier, der hat nur ein Scheinpräparat bekommen. Sieht gut aus. Und der Arzt, der Roganitsch,
der in Heidelberg promoviert hat, der sagt, ist ein Zitat, während sich bei den Patienten der Scheingruppe die geistigen Fähigkeiten signifikant verschlechterten, blieben diese bei den Patienten mit der höchsten Antikörperdosis deutlich stabiler. Hier sehen Sie die Aducanumab und hier sehen Sie die Placebo, wie die sich die Placebo in dieser klinischen Demenz-Rating-Skala stark verbessern. Kleine Patientengruppe, deshalb können wir da noch nicht so viel drauf legen. Und hier sehen Sie Minimental Status, etwa 3 bis 4 Punkte pro Jahr werden verloren bei Aducanumab, fast nichts verloren. Sieht gut aus. Jetzt gießen wir aber Wein, Essig in den Wein. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es diese Ablagerungen in den Blutgefäßen gibt. Und diese Ablagerungen werden auch entfernt. Dann gibt es Löcher in den Blutgefäßen, dann gibt es Ödeme im Gehirn. Und hier ist ein anderer Antikörper gezeigt, das war das Papineuzumab, auch fehlgeschlagen, wie hier die Patienten diese ARIAs hatten, diese Amyloid-Related Immunization Abnormalities, Kopfschmerzen, häufiger bei höheren Konzentrationen, Atemwegs- und Hirnwegsinfekte. Das sind Medikamente, haben Nebenwirkungen. Wenn Sie Joggen und Dual-Task oder Triple-Task machen, keine Nebenwirkung. Aber hier nach 16 Wochen waren diese Ödeme, diese weißen Flecken weg. Also die Idee ist jetzt, sich einzuschleichen. Eben nicht mit 10 Milligramm reinzugehen, sondern mit 3 und dann stabilisieren sich diese Strukturen und die Blutgefäße können sich reparieren, regenerieren und dann auf 10 Milligramm zu gehen. Ich glaube, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht man, also 1 Gramm. Das Zeug wird schon hergestellt in solchen Mengen, dass die Arbeiter der Firma Biogen mit Schaufeln diese Antikörper in die sterilen Säcke füllen. Die gute Nachricht ist, der Mensch als Produzent von Wirkstoffen ohne Nebenwirkung, große Nebenwirkung, betrifft nicht nur die Amyloid Plaques. Diese Zürcher Kollegen und deren Firma haben jetzt auch Impfstoffe gegen Tau entwickelt, gegen Parkinson, gegen frontotemporale Demenz und gegen Typ 2 Diabetes, Anti-Insulin-Associated Polypeptid. Völlig neue Türen werden da geöffnet. Natürlich dauert das lang, ehe man die klinischen Studien der Phase 3 gemacht hat. Das ist in klinischen Studien, das ist in klinischen Studien und das ist in klinischen Studien, Phase 1. So, ganz kurz zu diesem Ding, was mich so wahnsinnig erfreut, diese gesundheitliche Vorausplanung. Nicht? Du hast also diese Geschichte, das leere Gehirn sind nicht therapierbar. Es ist ja schon deprimierend, wenn man das 30 Jahre macht, so wie ich, oder 33 Jahre. Das ist schon ein Stein um den Hals. Und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das für Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung und ihre Angehörigen? Ich denke, das Konzept muss sein, nicht zu heilen, weil das geht nicht. Das Zeug ist da, es wächst. Ich kann mich dagegen wehren, durch Blutungsförderung des Gehirns, kognitive Reserve erhöhen. So lange wie möglich, das Ziel ist so lange wie möglich, Lebensqualität sicherstellen und das Ziel ist auch rechtzeitig loslassen. Keine künstliche Ernährung, kein Wasser. Der Mensch hat die Fähigkeiten, nicht zu verhungern. Wir werden vielleicht von Kollegen Eigner hören, dass diese Autophagie, letztes Jahr gab es einen Nobelpreis für ein Reinigungssystem im Körper, das man zum Beispiel durch Hungern aktivieren kann. Autophagie, eine Faszination. Es gibt auch ein Medikament, das das stimuliert, Metformin, vielleicht gibt es auch nichts anderes. Aber jetzt mein Lieblingsthema, Advanced Care Planning, gesundheitliche Vorausplanung, keine Patientenverfügung, Dialog zwischen Patienten anstelle der ich kann nicht in die Zukunft schauen, deshalb kann ich mich nicht festlegen. Du wirst auch eben dich ändernde Behandlungspräferenzen verwirklicht werden können. Advanced Care Planning ist ein andauerndes, ich brauche ein Gespräch, ich brauche eigentlich einen Coach. Und da müssen wir die Versicherung überzeugen, das kann der Arzt nicht leisten. Wir brauchen da Spezialisten, so wie es Logopäden gibt und Leute, die Bewegung aktivieren. Es verfolgt das Ziel, möglichst künftige Behandlungsentscheidungen für den Fall, dass sie betroffen selbst nicht entscheiden können, zu verstehen, zu bedenken, zu erörtern und vorauszuplanen und die Lebensqualität punktuell nach Krankheitsfortschritt einstellen. Wir müssen lernen, den Menschen im Alzheimer-Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Krankheit. Ein wunderbares Bild in meiner Heimatzeitung zu einem Artikel über Alzheimer, den ich damals da veröffentlicht habe. Es gibt Dinge, auf die wir aufbauen können.
Wir wissen seit ganz kurzem, seit 2 Jahren, dass das Musikgedächtnis, das ist dieser Bodensee da im Gehirn, nicht beeinträchtigt ist. Wir wissen nur nicht, wie das Musikgedächtnis beschrieben ist. Das ist die große Frage, was hat er denn geliebt? Nicht? Man muss mal ausprobieren. In den USA hat mein Kollege Rudi Tanz eine App gemacht und hat gesagt, wenn dein Vater 20 geboren ist, dann hat die Musik gehört, das ist halt anders als bei uns. Die haben Popmusik, Jazzmusik, da spielen die schwarzen Musiker Musik und alle haben es gehört. Nicht? Bei uns ist das anders. Der eine hört Bach, der andere hört Mozart, der nächste, was weiß ich was, vielleicht Wagner, so wie ich. Kein Mensch weiß das. Gut. Die Herausforderung besteht darin, dass emotionale Gedächtnis, das auch erhalten ist, als Zugang zur schollenden Erinnerung zu nutzen. Dieser Zugang ist biografisch geprägt, individuell, fordert hohen Zeitaufwand. Auch ein Personal Trainer. Und Bilder helfen. Nicht? Also, wenn man mir so einen Hund sagt, ich hatte den kleinen Münsterländer, ich glaube, ich würde strahlen. Oder das Hochzeitsbild, nicht? Emotionales Gedächtnis. Oder die Zeiten, wo man mit der Badewanne im See rumgeschwommen. Kann sich da noch einer erinnern? Zinkbadewanne, wie wir im See gerudert sind? Nur wir Eltern, nicht? Ich habe leider kein Bild gefunden im Internet. Gut, jetzt kommen wir zu vielleicht dem wichtigsten Teil, die primäre und sekundäre Prävention. Primäre Prävention heißt, ich muss früh anfangen, bevor die Ablagerung begonnen hat. Und hier sehen Sie, wie diese Eiweißablagerung, das geht jetzt nur auf Amyloid, wenn Sie ApoE4 sind, braucht man kein PET machen, wenn Sie dement sind, haben Sie Alzheimer. Und hier sehen wir die anderen ApoEs und hier sehen wir die E2s, die keinen Alzheimer kriegen. Also primäre Prävention heißt, ich muss etwa, das sind die, die nicht EPO haben, ich muss zwischen 40 und 60. Wir haben früher immer gedacht, so ab 60 musst du was tun fürs Alter. Nein, du musst mit 40 deine kognitive Rentenversicherung abschließen und du musst dann, wie ich gleich sagen, 20 bis 30 Minuten pro Tag investieren. Und hier gibt es eine App, wenn Sie ein iPhone haben, oder schreiben Sie auf CADRISC. Das ist eine App, die Leute geschrieben haben, die das gemacht haben, was ich jetzt erzählen werde. Wie man Menschen in den Frühstadium der Alzheimer-Krankheit 7 Jahre im Krankheitsbeginn hinausschieben kann. Und diese App ist, die schreiben da, das ist eine Publikation, das ist die deutsche Übersetzung, diese App schreibt, ich habe diese App geöffnet, habe dann meine 76 Jahre eingetippt, dann kam dieser Text. Die Kate-Demenz-Risiko-Index-Anwendung ist entwickelt worden, um auf der Basis von Risikofaktoren, die im mittleren Alter auftreten, das spätere Demenzrisiko hervorzusagen und ist da nur gültig für Patienten im Alter von 40 bis 65 Jahren. Die können die Scheiße nicht. Ich habe dann also gesagt, die wäre 65 und dann kam was Tolles raus. Aber das ist etwas, was Ihre Angestellte machen kann. Das geht ganz schnell. Die App, die müssen nur Cholesterinwerte eintragen, Körpergewicht eintragen, Körpergröße eintragen, Name eintragen, Geburtsdatum eintragen, wie oft sich bewegen und dann haben sie schon ihre Ergebnisse. So, Prävention. Wir haben ja die Hauptpräventionsform, das bin ich. Da ist noch Alkohol dabei, aber Alkohol würde ich gerne in Diskussion verschieben. Alkohol ist eigentlich kein Medikament, das hat was mit Lebensqualität zu tun, aber ich kann Ihnen gerne was dazu sagen, wann Alkohol toxisch ist und nicht. Also, kognitive Reserve nach oben, Risikofaktoren eliminieren, nah am Wasser zu essen haben, Stress reduzieren, soziale Kontakte, Tiefschlaf. Tiefschlaf. Sie werden nicht glauben, was wir jahrelang wirklich vergessen haben oder vielleicht auch nicht gewusst haben. Aber fangen wir an mit kognitives Kapital bilden, mehr Synapsen. Es gibt ein sehr schönes Experiment, was in Magdeburg durchgeführt wurde, da wurden Menschen auf ein Laufband gesetzt, die mussten durch den Zoo laufen und da wurde ihnen ein Tier gezeigt, dann musste das Tier suchen. Und insgesamt mussten sie 30 Tiere suchen und das musste in 30 Minuten zu Ende sein. Und dann sehen Sie, was da rauskommt. Das sind die Leute, die nur gelaufen sind und keine Tiere gezählt haben. Die haben sich nicht verbessert in Bezug auf das Gehirnvolumen. Und hier sehen Sie diejenigen, die gelaufen sind und die Tiere gefunden haben im Zoo, virtuell durchgegangen ist. Und hier sehen Sie diejenigen im Blauen, die haben einen Nervenwachstumsfaktor, der ist optimaler als der Rote. Das BDNF-Wahl, das BDNF-Met. Dann sehen wir Unterschiede
der muss halt, der Rote muss ein bisschen länger machen, um hier. Das sind junge Menschen. Und jetzt sehen wir Alte, die starten natürlich mit einem reduzierten Gehirnvolumen, das Gehirn schrumpft, aber das hat nichts mit Neurodegeneration zu tun, sondern mit Altern. Und hier sehen Sie, dass die, wenn die ordentlich laufen, das sind die über 65-Jährigen, sich auch verbessern, aber der Rote, das sind die nicht durch den Zoo laufen, der Rote muss halt länger machen. Es gibt halt Menschen, die müssen mehr tun und andere Menschen weniger. Aber es geht und es funktioniert. Man kann auch im hohen Alter da was tun. Und jetzt kommt vielleicht das Spannendste überhaupt, Tiefschlaf. Das können Sie messen mit so einem roten Ding oder einem schwarzen Ding oder was weiß ich, was Sie da haben, so ein Fitnessband. Wenn Sie nämlich Tiefschlaf haben, sind Sie wie ein Mäuschen, also ganz still im Bett, rühren Sie nicht. Und die Impedanz, mit Impedanz können Sie das messen. Sie brauchen da kein EEG. Wenn Sie sich überhaupt nicht bewegen, haben Sie Tiefschlaf. Es sollte etwa die Hälfte der Zeit sein, die Sie schlafen, sollten 7 Stunden schlafen. 7 Stunden. Auch ich. Ich habe gedacht, wenn ich alt bin, brauche ich nicht schlafen. Erkenntnis ist jetzt 5, 6 Jahre alt. Das Experiment, was gemacht wurde, ist hier zu sehen. Man hat junge Studenten eine Kanüle reingeschoben in den Rückenmarkskanal und die Menge an Amyloid, die freigesetzt wird, bestimmt. Und die durften nicht schlafen und die durften schlafen und die haben 6% mehr ausgewaschen als die mit dem Schlafentzug. Also Schlaf ist sehr wichtig. Und hier unten sehen Sie noch, dass bei den Menschen mit amnestischer MCI der Tiefschlaf gestört ist, und zwar um gute 30%. Und hier sehen Sie den Tiefschlaf und hier sehen Sie die Abeta-42-Menge, die im Blut zu finden ist, erhöht. Nun, was ist das Geheimnis dahinter? Unser Gehirn hat ein System, das mit dem lymphatischen System vergleichbar ist. Das heißt Gehirn-lymphatisches System. Und Frau Niedergaard, meine Kollegin aus Norwegen, hat das vor etwa 4, 5 Jahren entdeckt. Wenn Sie Tiefschlaf haben, haben Sie keinen Stress, dann schrumpfen die Nicht-Nervenzellen, die Astrozyten heißen im Gehirn, die haben die Funktion der Nierenzellen im Gehirn, die schrumpfen um 60%. Das heißt, das Gehirnvolumen, das, wie wir sagen, interstitielle Volumen zwischen den Nervenzellen, wird um 60% erhöht. Und jetzt findet ein Wasserfall statt von der arteriellen Seite zur venösen Seite. Und hier wird ausgewaschen, unter anderem auch das Amyloid. Das ist ein sehr, sehr effizientes System. Aber jetzt kommt das Problem. Man altert, weil man alt ist. Und es gibt eben eine reduzierte Funktion des lymphatischen Systems. Hier wird die Abeta-Menge gemessen, die umgesetzt wird im Gehirn. Und hier sehen Sie, dass hier viel, viel weniger umgesetzt wird, ausgewaschen wird im Alter. Zwischen 30 und 70 Jahren eine drastische Veränderung. Das Auswaschsystem wird halt geschädigt. Wir wissen auch, was ungefähr los ist. Und die Konsequenz ist, sie müssen mehr Tiefschlaf haben, sie müssen länger schlafen. Und was machen die Alten? Sie tun so, als könnten sie nicht schlafen. Und es gibt keine Pille, die Tiefschlaf vermitteln kann. Das ist nur eine Frage der sozialen Kontakte, den mentalen Keller aufzuräumen, der Gesprächstherapie. Schlafmittel machen genau das Gegenteil, keinen Tiefschlaf. Ganz wichtig, fragen Sie mal, wie es mit dem Schlaf ausschaut. So, jetzt das Allerschönste, jetzt kommen die 7 Jahre Verschiebung nach hinten. Vorsorgeforschung, Sekundärprävention. Menschen in Finnland, in einer Region, wo ich einen Ehrendoktor davon bekommen habe, deshalb kenne ich die ziemlich gut, das ist Kuopio, Karelien, nicht weit weg von Petersburg. 50% von denen sind APOE4, 1260 Frauen und Männer zwischen 60 und 70 wurde eine Studie eingeschlossen, über 2 Jahre. Einschlusskriterium war ein erhöhtes Demenzrisiko. Hier sehen Sie nochmal die App. Und das Programm bestand aus gesunder Ernährung. Die Finnen haben ihre eigenen gesunde Ernährung. Die haben so Blaubeeren, die wohl extrem effektiv sind, die vor Diabetes schützen. Also diese finnische Ernährung ist schon was Spezielles. Man muss sich angucken. Bewegung, Fitnesstraining, Aerobik und Gymnastik, Kognitionstraining am Computer, Gruppentreffen, Soziales.
Überwachung kardiovaskulärer Risiken, und wenn die Übergewichtigen hat gesagt, du nimmst 5 Kilo ab, sonst nehmen wir dich nicht auf. Und wenn die kardiovaskulären Risiken da waren, die man mit dieser App feststellen konnte, Mutter hat der Blutdruck gesenkt unter diese 100, 120 Milligramm. Hier sehen Sie nochmal die App, was da rauskommt. Wenn Sie wirklich ganz schlecht abschneiden, dann haben Sie eine 16,4% Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 20 Jahren an Alzheimer zu erkranken. Das ist hoch, wenn Sie 40 sind. Nicht? Die Erkrankungswahrscheinlichkeit ist 1%, das heißt 160-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit. Ein kurzes Wort zum kognitiven Training. Im Wesentlichen besteht Gedächtnisbildung daraus, zu inhibieren, etwas zu hemmen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben, die anderen gebe ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben das auch hier in der Broschüre. Wenn Sie den Stroop-Test machen, müssen Sie hier gelb und hier blau lesen und hier, hier müssen Sie rot, hier rot lesen, hier müssen Sie blau lesen. Das ist der Vorführeffekt. Stehen Sie mal vorne hier, wie ich stehe. Und dann müssen Sie gelb lesen oder müssen Sie schwarz lesen und so weiter. Das ist die Inhibition. Wir sind im Heidelberg gerade dran an der Frage, ob Zweisprachler nicht geschützt sind vor Demenz. Es sieht so aus, weil wenn Sie eine Sprache sprechen und nicht die andere, müssen Sie inhibieren. Das ist gut fürs Gehirn. Sorry über diesen Versprecher, aber Sie sind ja, wir haben es ja gemerkt. Sie schlafen noch nicht. Wunderbar. Also, das ist eine mentale Versicherung. Pro Tag 20 bis 40 Minuten, pro Woche 145 bis 250 Minuten. Das müssen Sie machen, ab 40. Das müssen Sie machen. Wenn Sie einen herausfordernden Beruf haben, dann ist das okay. Wenn Sie ein Hawkins-Typ sind, auch wenn Sie nicht im Rollstuhl sind, ist das auch okay. Brauchen Sie auch nichts machen. Nicht? Das ist ein super intelligenter Mann. Also, etwa ein bis dreimal pro Woche 30 Minuten Fitnesstraining. Aerobe-Übungen und Gymnastik, das machen, was Sie wollen, 30 Minuten. Kognitives Training 1, 60 bis 120 Minuten. 10 Gruppensitzungen und Computerstudios kognitives Training, dreimal wöchentlich 10 bis 15 Minuten, 72 Einsätze. Das kommt dann so ungefähr raus. Man muss investieren, Sie müssen ansparen. Ich glaube, wir machen uns das nicht klar. Und hier sind die eigentlichen Ergebnisse. Die Kontrollgruppe in gelb, die Interventionsgruppe 1 in blau, auf 1 gesetzt. Ein 30% erhöhtes Risiko, 30% von 21 Jahren oder 20 Jahren oder von 30 Jahren sind irgendwas um 7 bis 10 Jahre. Das ist eine Bombe. Sehr glücklich. Jetzt müssen wir natürlich schauen, übrigens die Finnen waren ja eine Hochrisikogruppe mit dem ApoE4, ob das auch woanders zutrifft. Es laufen mehrere Studien in Europa. Erste Anzeigen sind, dass die Studien, die gut durchgeführt werden, mehr oder weniger das bestätigen, die Studien, die schlampig durchgeführt werden, also wo die Patienten sich nicht daran halten, was empfohlen wird, geben auch nichts. Ausblick. Nun lassen Sie mich kurz Mia Kiwi-Pelto und Christa Hakansson zitieren, die die Fingerstudie durchgeführt haben. Die können das besser als ich. Die Botschaft von Fingerlaute ist niemals zu früh, um Maßnahmen zur Verhinderung von Alzheimer zu greifen. Ich glaube, das ist genauso wichtig wie, ich meine, wir haben nicht zu wenig Kinder, wir haben nicht zu viel Alte, wieder so ein Versprecher, zu viele Alte, wir haben zu wenig Kinder. Nicht? Es ist früh genug und zum Glück kann es auch nie dazu zu spät sein. Änderung der Art und Weise, wie man lebt, scheint einigen Menschen zu helfen, auch wenn der kognitive Niedergang bereits begonnen hat. Nun öffnen wir ein Fenster in die Therapie. Die Phase 2-Studie zu Aducanumab läuft mit insgesamt 2700 Erkrankten. Daran sind mehr als 300 Zentren in 20 Ländern beteiligt. Studienabschluss Februar 2020. Sollte diese Impfung was bringen, müssen wir jährlich 10% der österreichischen Alzheimer-Patienten, 24.000 pro Jahr, das sind die Neuerkrankungen, Moment, was haben wir? Ja, stimmt. 24.000 pro Jahr, einmal monatlich über einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren behandeln. Dafür wären ungefähr 800 Therapien pro Tag, 700 bis 800 Therapien pro Tag durchzuführen, wo wir rechtzeitig die Infrastrukturen zu etablieren. Ich stelle mir vor, dass da so tolle Busse mit Leder sitzen, die sich drehen können und Toiletten ausgestattet sind. Da ist dieser Galgen drin und da wird ein Liter mit
10 Gramm Amyloid in diesen Flaschen sein und infundiert. So stelle ich mir das vor. Und der Kollege, der in Neuroimmun das ärztlich betreut hat, Christoph Hock, sagt, und das bin nicht ich, aber ich würde das unterstützen. Ich würde sagen, das ist nicht so falsch. We are entirely devoted to prevent, treat and finally, hopefully eradicate Alzheimer's disease and other neurodegenerative conditions by the end of 2025. Why not? Und jetzt das Allerwichtigste. Gesund altern ist ein absoluter Fake. Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Darauf kommt es drauf an. Nietzsche war klüger als die WHO. Dankeschön.